Leute, nun ja, das Ding ist flach. Ich kenne niemanden mehr, der noch an diese Kugel glaubt. Und letzte Nacht hat Teosam wirklich schwer zugeschlagen. Wer von euch hat Teosam? Habt ihr es auch gemerkt? Doch es geht nur darum, Werke ohne Glaube sind tot, Glaube ohne Werke sind tot. Wir leiden nicht zu himmlischem Vater. Wir müssen einfach aussagen und in seiner Liebe bleiben, liebe Leute. Und hier Britney B. S. Spears upset with her father Jamie. Er soll ihr sich irgendetwas mit dem kleinen Sohn erlaubt haben, nicht wahr? Tja, liebe Leute, manche hinterfragen den Umgang bezüglich Britney Spears auch, nicht wahr? Das Schachbrett ist da. Wir wissen nicht, was da los ist. Wir müssen für alle beten. Liebe Leute, blau und rot ist natürlich auch überall. Britney Spears' father Jamie requests to temporarily relinquish conservatorship. So und so, tja. Sie ist ständig um ihr Sorgerecht bemüht und so weiter. Es ist traurig, liebe Leute. Doch seht euch das mal an. Britney Spears, die Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems. Einst rasierte sie sich eine Glatze, Katy Perry machte sich darüber lustig, dann bekam sie den Feminismus-Haarschnitt verpasst, nicht wahr? Passend zur Rockefeller-Agenda oder nicht? Und hier, Britney Spears wird nun brünett. Und auch hier, bei ihr fragen manche typisch blonde MK-Ultra-Opfer, auch da der Haarstil anders. Und ich sagte für viele hier 19 Dinge voraus und ich sagte neulich, jetzt wechseln sie von den gelben Sonnenkultkleidern zum magischen Grün im Herbst. Und was passiert? Kirsten Dunst und Kirsten, der Wert, den sahen wir auch immer wieder bei Gematria. Kirsten Dunst nun auf ihrem Instagram-Profil von gelb zu grün. Auch das kündigte ich an, nicht wahr? Noch Fragen? Es geht nicht deutlicher. Es spottet allem. Es spottet jeglicher Beschreibung. Es ist wie in der satanischen Twilight Zone. Manchmal die NWO ist da. Britney Spears reveals new brunette hairdo as her family life implodes amid allegations that sold to her teenage son. Tja, das magische Grün, das Hum der Halsband, sie zeigen es sogar, empfehlen die Worte Black Joker Necklace. Karen Federline, ich habe es gecheckt, ihr erster Ehemann, My Greatest Dream und so weiter. Barry Sotero, das ist Obama, Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt, nicht wahr? Was ist da los? Wer postet so die Sonne im Hintergrund? Sie zeigen es jetzt überall. Ach, das ist nun ehrlich und stolz hier, halbnackt vor kleinen Kindern, die darauf zugreifen können, nicht wahr? Hier Pumuckl, Ärger mit den Fans, ja, Meister Eder bildet sich den Pumuckl nur ein, hier die heidnische Gestalt, magisches Grün, Lilles Kult oder was? Ist das ein Transgender oder was? Zweigeschlechtlich, MK Ultra oder wie? Traurig, traurig, aber wohl leider, leider wahr. Oh Mann, ist das total asozial. Wir müssen für alle beten, immer diese Unfälle mit den Autos. Was ist da los, liebe Leute? Tja, vor ein paar Jahren hatten wir Mr. Mercedes von Stephen King. Nun sehen wir das immer wieder. Was ist da los? Immer dasselbe, immer noch, liebe Leute, nichts ist neu unter der Sonne. Tja, meine lieben Leute, man beachte es, der satanische Kalender von The Open Scroll, wen haben wir schon noch? Mein Bruder Chris, Truth Never Sleeps, Johann Strobel, Giovanni Alaimo, Tiamo Gesù Cristo. Ja, am 7. September war Marriage to the Beast, liebe Leute, Opferungen und so weiter. Ja, angeblich, liebe Leute, und wir sahen so viele Dinge. Im heidnischen Kalender geht es auch bald wieder los, hier ist der September. Liebe Leute, was ist da los? Oh Mann, ist das total asozial, enorm auffällig, sehr suspekt, ja, nun natürlich all die Frauen um die 50, Stripperinnen etc., das sind eure Vorbilder. Die Christuspose, was für ein Zufall, kennen wir das nicht, das ist eine Agenda oder nicht. Alle schwören auf Satan, Blödsinn aus der Bibel, Dieter Nuhr, wieso selbst Christen kein Gott mehr brauchen, der Spiegel und hier das Heidentum, immer überall, nicht war immer und immer wieder Bud Spencer, auch seine Filme auffällig, nicht wahr? Wir erinnern uns an den Film, in dem gesagt wurde, die größten Verbrecher haben sich unter die Reichen gemischt, ja, viel Okkultismus darin, der Film um Glücksspiel, hier 80.000 Euro, so und so, die Menschen brauchen
Christus, denn er starb für uns, stand auf, soll in uns sein, denn so haben wir das ewige Leben. 100% FAKT, aufwachen und aufdecken, die 300 aus der Bibel, Yoga, Joch und Yoga, die Worte verbunden, Dämonenleben, aufgeräumtes Haus laut Bibel, der Heilige Geist ist real, hier purer Hohn, pure Blasphemie oder nicht, Regierung raus aus den Gedanken, nicht aus den Gebeten, wir müssen für alle beten, die Würde des Menschen, wo bleibt Gott, das Spiel mit den Genen, hier Haus Gottes, Bethel, spielen sie darauf an, Berge und Wälder, so wichtig für Kultisten, Crowley, LaVey, blau und rot, wie im Himmel so auf Erden, angewinkelter Arm, Pyramide, Paradies, ein Auge, Pyramide, die Blume bei Besessenheit, blüht eine Persönlichkeit auf wie eine Blume, weltweit exklusiv, wacht und deckt auf, was sage ich, es ist Zeit für die Wahrheit, aber Vater, Maranatha, 10 Looks, doch es gibt nur 2 oder 3 Kleidungsstile, schwarz und weiß, Hunde, Halsband, nicht wahr? Magisches Grün, das Zittern, wie gewisse Leute, wie Clinton, nicht wahr? Es ist Zellulite, ja, das ist ehrlich, nicht wahr? Liebe Leute, die leere Arenen wie bei Ariana Grande, was ist da los? Was sage ich? Meidet große Plätze und Event. Ich hoffe, ihr hattet einen rundum gesegneten Tag. Das Ding ist flach. Hab genug. Enough of that garbage. Diese Werte. Mary Pops in Poppins. Der Dämon vom Himmel. Der gefallene Engel. Ich berichtete, recherchiert. Child of the Trinity. Wie bei Nia Jax in der WWE. Und die Göttin Alexa Bliss via Gematria. Natürlich Göttin Ishtar. Above Top Secret. Diese Werte, was ist da los hier, wie im Himmel, so auf Erden, blau und rot, X-Zeichen des Tieres, 3-mal Kussmund, roter Schuhe, das die, als Emoji sehen wir auch immer wieder, wie in Oz, nicht wahr? Meine lieben Leute, wacht und deckt auf, es ist absolut pervers und absolut satanisch oder nicht, liebe Freunde. Colonel University Adrenochrome. Was ist das, liebe Leute, Pittsburgh, ich weiß es nicht, was passiert da, wie bei Kyle Minogue, bei Slow, angewinkelter Arm, liebe Leute, was ist da los, der Ring, Diamond, Programming, Schachbrett, der Freimaurer, nicht wahr, Schach hier und da, ein Auge hier bei den Kollegen, satanische Schwarz und Rot, sie haben ja immer ein einziges Thema, eine einzige Meinung, Bilderberger Zeitung, nicht wahr, gefallene Engel, es ist alles vorbei, Verschwörung, ja, ja, all diese Hype-Begriffe aus den Atlantikbrücke, Medien, nicht wahr? Ich bin kein Rassist, Faschist, Jesuiten sind oben. Was ist da los, liebe Leute? Die Pyramide, Halloween, absolut satanisch, de facto recherchiert. Wer denkt noch für eine Sekunde nach? Schwarz und weiß, der kleine Sohn und dann hier so halb nackt oder nicht. Die Dualität, Berge und Wälder, die Frau in Rot unter Schachbrett, 3-mal Gematria. Meinen Sie mich damit, spielen sie auf mich an. Schachbrett, Altarsymbolik, ein Auge. Für Crowley stand es für den Anus. God of Gods, hier God und so weiter. Unfassbar. Die Hirtin und ihr heiliges Schaf. Und was ist das? Die Leute würden sich nicht einmal mehr wundern, wenn Schweine am Himmel vorbeifliegen würden oder nicht, die Wüste, in der Christus verführt werden sollte, Freimaurer, Zylinder, Hut, was sind das hier? Was ist das mit den 3 Männern? The Lord comes. Und was ist das? Project Monarch, Schmetterling, was sind das für Posen, Sodomie, BB, ja, das B sieht aus wie eine 8, Sonne, Mond, ziehen über die Erde in 8 Form, dämonischer Astrologie-Kult, Sirius, Code für Sirius, checkt Finis Temporis auf YouTube und das W auf die linke Seite gedreht, 3-3, der wohl höchste Grad der Freimaurer, die 33, liebe Leute, ja, W herumgedreht auch, M, ja, der 13. Buchstabe, 1 und 3 sind 4, die 8 auch zur Bestätigung, wohl M. Mason Maurer. Und wir haben die Werte Destroyer schon wieder, liebe Leute, was ist da los? Und dann hier Wisdom knows the truth, die Weisheit kennt die Wahrheit, der Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, eine Weltwährung, liebe Leute, der 33. Grad der Freimaurerei bei Workweek. Und wir sehen immer wieder dieselben Gematria-Werte. Ich habe hier 20 exklusive Symbole
Symbolik, Themenvolent, Dämon im Google Translator, Trieb, Dämon aus, Allere, Gebührt, Gott, Acht, Visionen, liebe Leute. Und hier, checkt mein Video über die exklusive Symbolik, Fireworks. Wir hatten gerade New Year, Wetter, hab genug, liebe Leute, Kirsten, ich sprach darüber, Hexagramm hier, Dungaree, der Blaumann, liebe Leute. Und Joe Biden hat nun auch ein blaues Auge, wie so viele Prominente immer wieder. Was sind das für Rituale? Göttliche Schlange auch hier, Erdbeben, Kalifornien, was ist da los? Diese Werte hier, der Mond, die weiße, dreifaltige Mondgöttin, schwarz-weiß, Schlange, Hörner und dann blau und rot, dazu passend wie im Himmel so auf Erden. Was ist das für eine Kette? Satan fiel vom Himmel wie ein Blitz, Jettel, der Sirius-Hund, das Heidentum, überall, liebe Leute. Doch wissen denn die Leute, womit sie es zu tun haben? Diese Werte, 666, vier Reiter der Apokalypse, wie in der WWE. Was ist das? Frauen in Männerkleidung, Männer in Frauenkleidung, Schonanzug und Krawatte entstammen der Freimaurerei. Die schwarze Uhr, Gevatertod, Gevaterzeit, Saturn, Satan, wie im Himmel, so auf Erden. Niemand wählt irgendetwas, liebe Leute. Und dann seht ihr es, die Jesuiten sind da oben, Atlantik, Brücke, Triliterale Kommission. Wir leben in Zeiten von Jimmy Savile, Edward Heath, Marc Dutroux, Rechercheverbot von Hans Meiser am Bundestag, Höllenleben und so weiter, diese Werte. Und hier bei Paris Jackson, sie zeigt so etwas. Om steht für eine Gottheit, nicht wahr? Wie im Musikvideo von Madonna, Frozen, mit dem Sirius-Stern und einem Hund und sie selbst als Ishtar. Ja, Sirius, der Hundestern, der blaue Stern, der Stern ihrer Göttin Ishtar, der Himmelskönigin Michael Jackson. Paris Jackson postet dies hier, MJ, Michael Jackson, noch Fragen. Pyramiden und so weiter, liebe Leute. Dieses Symbol entstammt nicht der jüdischen Schrift. Ich bin kein Rassist, Faschist. Ich frage nur, was ist da los? Dies ist ein judeo-christlicher Kanal. Apokalypse, Endzeit, Sekten oder was? Das rote Auto recherchiert. Laut LaVey kann ein Auto von Satan besessen werden. Rotes Fahrrad, Sonnenkult oder wie? Lichtbringer, liebe Leute. Hier, Einhorn steht für Kinder, Opfer. Unfassbar, schwarz und rot, die roten Schuhe. Pyramide und so weiter. Donald Trump, diese Werte, was ist da los? Was passiert da? Liebe Leute, es geht nicht deutlicher oder nicht. Es ist eine Agenda oder nicht. XO im Hintergrund, Zeichen des Tieres, laut Crowley, Violett, Mischfarbe aus Blau und Rot. Spielfigur der Pyramidenspitze des Systems, Sirius Hund, Feuerschlange, mal wieder Feuer, ja, Thron Davids, purer und pure Blasphemie oder nicht, liebe Leute, die Blumen halbnackt am Fenster, Kinder können darauf zugreifen, natürlich hier die roten Schuhe, wie in Oz, was ist da los, ein ähnliches Outfit, gelb folgt der Bienenkönigin Symbolik, freimaurisch, das Auge steht für den Anus laut Crowley, das Herzsymbol ist ein Sodomie-Symbol, hier Gebet und Herzsymbol, Tesla, von dem sie die ganze Technologie haben, nicht wahr, liebe Leute, die allerhöchste Göttin, was ist da los, dritte Auge-Symbolik, Sonnenkult, die Wüste der Christus verführt, werden sollte, die Fahrräder, Göttin in Weiß, Götzenkult, Sonnenkult, einem fehlen die Worte, Luzifer, der ehemalige Lichtbringer, denn darum geht es bei der freimaurischen Dualität, besessen werden von der Himmelskönigin, von Luzifer, den wahren Aliens, den gefallenen Engeln, den Göttern vom Himmel laut Bibel, liebe Leute, den Dämonen, die de facto mit Planeten assoziiert wurden, Sacred Freedom, Caesar, heilig, was ist da los und was sehen wir bald? Hier BB, Blade Runner, Brooklyn, The Spy, Paul, Paulus oder was, Board of Blood, nicht Haus Gottes, sondern das hier, die Hexe, der Mensch, Bill Gates und so viele Milliarden auf dem Konto, nicht wahr, sind das gute Menschen, die dreifaltige Göttin hier, Transhuman Agenda, die kleine Ziege, der Bock, der den Boden nicht verlässt, aber über alles die Bibel, das verdorrte rechte Auge, liebe Leute, nicht wahr, auch aus der Bibel, Olympus, ihre Göttin, Shining, Kubrick, so auffällig, wie es nur geht oder nicht, meine lieben Leute, gelb natürlich, Astrokult und so weiter, liebe Leute, kontaktiert mich, beweist mir, dass nicht alles satanisch ist, warum wir überall dieselbe Symbolik sehen,
MK-Ultra und so weiter ist das Verschwörungstheorie. Wir brauchen den himmlischen Vater, liebe Leute, wir brauchen den Ewigen. Und es gab, das hat nichts mit Arisch zu tun, es gibt einen alten christlichen Märtyrer, Arius, daher heißt wohl Ariana Grande auch, wie sie heißt, nicht wahr? Purer Hohn, Arianismus, ja, wenn man sich nicht der Kirche anpasst. Saturn Kubus, Violett 1 Live hier, Evil, ja, geheime Infos, als würden sie euch das zeigen, nicht wahr? Ariana Grandes Bruder ist er nicht mit einem verheirateten homosexuellen Ehepaar gleichzeitig liiert, wie auch immer man das nennt. Liebe Leute, nun ja, also es tut mir leid, ich vertraue diesen Menschen nicht mehr so ganz. Ja, für mich ist vieles, was ich sehe, Ehebruch. Ich habe mit der Popkultur abgeschlossen. Jachin und Boas, Phallus-Symbol und dann das magische Grün. All Elite Wrestling an Neujahr gegründet. Der Wert via Gematria. Neujahr, New Year, liebe Leute. Ihr erster Event, Double or Nothing, via Gematria Illuminati bestätigt, Illuminati confirmed und Stardust. Unter diesem Namen trat ihr Produzent Cody Rhodes in der WWE auf. Noch Fragen, liebe Leute, die Ziege natürlich, ein dämonisches Lächeln, nicht wahr? Black Cold Sun, Medela-Effekt, gesegneter Engel, ja, blau und rot, oh ja, ich werde mir dieses Video anhören und ich werde alles posen, wenn ich es denn darf. Halleluja, oh Halleluja. Generationsübergreifende Indoktrination, diese Leute der 80er, die Pyramide, Saturnkult, Freimaurer Hut, nicht wahr? Sonnensymbol, Saturn Frequency, der eine Name, dann das, der Name des Sohnes. Liebe Leute, ich berichtete, die Werte Pyramide als eines Auge, 666, Beyoncé, die Bibelseiten als Tampon benutzt, Herzsymbol, ich sprach darüber, Blau und Rot, Gitarre, Phallus-Symbol, irgendwelche Daten, diese Werte, Antichrist, Horst Lichter, wir sahen die News, ja, Dalli, die Schlagzeilen auf web.de, wie im Himmel so auf Erden, magisches Grün, gefallene Engel, rote Autos, die Schlange, was ist da los, Hollywood is bleeding, ist am Bluten und hier David Bowie, liebe Leute, go Golden Dawn, hier ein neues Buch, ja, und das hier Project Blue Bird oder was, Project Blue Beam, magisches Grün, Sonnenkult, hier der dämonische Astrologie-Kult, Original God, ja, liebe Leute, natürlich, Astrologie hat irgendwas mit Göttern zu tun, Indoktrination, nicht wahr? Hier Ava, Max, Ave Maria oder was? Rotes Auto, Project Blue Beam, Blau-Rot. Liebe Leute, wieder die Lady in Red, Hure Babylons oder was? Ice-White-Chat-Partys, was ist da los? Was ist da los? White Stone, am Ende bekommen wir neue Namen auf Steinen laut Bibel. Das magische Grün-Rot, hier wie im Himmel, so auf Erden und dann so. Blau-Rot, noch Fragen? Liebe Leute, was ist da los? Gluteil, Diablo, Teufel zur Handgeste, was ist das für eine Kette? Der schmale Weg, purer Hohn oder Sodomie, schwarz-weiß, ja, Mondlandung, das Ding ist flach, Jesuiten, Freimaurer, NASA und Disney, tja, recherchiert, liebe Leute, das rote Auto, auch hier, wie bei American Gods und all diesen Schweinereien, nicht wahr, liebe Leute, laut Bibel, Miley Cyrus, neues Musikvideo, auch hier, okkulte Taufe, wie bei Avril Lavigne, die zugibt, dass ihn Satan verliebt ist, so mit M.M. Marilyn Manson zusammen war, auch hier, liebe Leute, die Sodomie, nicht wahr, die Acht auf dem Hinterteil und so weiter, ich frage, ist sie mit ihrer Mutter zusammen, was ist da los? Illuminati, Judas Iscariot, dann fragt euch mal, wieso Lady Gaga MK Ultra heißt, was ist da los? Wie bei Kevin Allein Source und so weiter, Pizza oder was? Und wir haben auch im Ruhrgebiet in Deutschland unterirdische Tunnel. Liebe Leute, manche fragen nach MK Ultra. Hier Venedig, wie bei Madonna, der ersten Göttin im Pop-Olymp, ja, bei dem Musikvideo Like a Virgin, Madonna, die falsche Maria, Like a Virgin mit dem Löwen, liebe Leute, im Video, ja, der
Löwe von Juda, doch Satan sieht umher wie ein hungriger Löwe. Auch hier magisches Grün und so weiter. Jesus, purer Hund, das selbst. Ja, die eine Weltreligion, Skull and Bones, jesuitischer Totenkult mit drittem Auge noch Fragen. Hier blond wie bei Kanye West, was ist da los? Freiwillig oder was? Das Tattoo, die Sechs und so weiter. Wir sehen das hier, Haus Gottes, jetzt überall bei Disney. Hier die Luftballons wie in S. Liebe Leute, was passiert mit den Kindern? Hier, wachet auf, ich kenne ihn schon so lange, doch er muss jetzt endlich zur Bibel kommen. Das hier ist auch ein absoluter Klassiker. Merkt euch das, liebe Leute, was sage ich? Bitte abonniert, ihr habt es nötig. Hier, Molly, das Ding des Bösen, das Ding des Guten, so nennt er seine Hunde, Sirius Hund, Kult oder was? Gegenteile, Dualität, diese Werte und dann wieder das hier, David, God is on Earth, ja, ja, Jesus Christus kommt bald. Hier sehen wir auch den Sonnenkult, nicht wahr? Liebe Leute, Schwarz und Gelb, Bienenkönigin und so weiter, Baphomet, Pose, ein Auge, überall Saturnkult, Hut, hier, das sind eure Vorbilder, wer post so und dann dämonischer Astrologiekult oder was, ja, Megan und so weiter, im Text, liebe Leute, ja, ja, liebe Leute, alles CGI, Computereffekte, nicht wahr, und hier, sie trauert um den Fotografen, wer war er, ich habe noch nie davon gehört, wieso ist er in den Medien? Was ist da los? Aswachat oder was? Das Schiff im Weltall als Sternbild neben dem Sirius-Hund. Wir leben im alten Schmier des Schweines. Noch Fragen. Und das ist wirklich der Hammer. Nein, sagen angebliche Christen oder Leute, die der christlichen Schrift zugewandt sind, nicht wahr? Beziehungsweise dem Alten Testament. Nein, es ist ein von Menschen geschriebenes Buch und in der Bibel selbst wird es gesagt, Christus ist real. Nichts wurde aufgeschrieben ohne den Heiligen Geist, nicht wahr? Wer an Gott glaubt, glaubt, dass er ein Buch schützen kann. Ihr merkt es doch in euch selbst, wenn ihr wirklich seltene, wahre Christen seid. Der Heilige Geist bestätigt es. Er hat euch verändert. Wir haben schon den ersten Anteil. Liebe Leute, Lügen, Lügen ohne Ende oder nicht. Liebe Leute, hier, was ist da los? Spirit Cooking. Liebe Leute, das rote Auto. Wir sehen diese Werte Mittwoch und am Mittwoch hat er es veröffentlicht oder nicht. Und hier bei Wrestling Infos wird man grob Idiot genannt oder nicht. Da heißt es, wenn man sagt, dass die Transgender-Wrestlerin Nyla Rose nur an der Spitze ist, nur in ihrer Position ist, weil sie Transgender ist, wenn man so etwas sagt, dann sei man ein Idiot. Ja, dort wird gesagt, die Idioten sagen, dass sie nur da ist, wo sie ist, weil sie Transgender ist. Und was ist laut Bibel ein Gräuel für Gott? Ich frage, geht das überein mit der Bibel, liebe Leute, ganz harmlos? Ich mache hier alles aus Nächstenliebe, anders als meine Verfolger und Bedränger, liebe Leute. Und ja, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Ja, und wenn man natürlich nicht beleidigt, nicht beschimpft, einfach nur bei seiner harmlosen, 100%ig harmlosen Meinung bleibt und fragt, ist sie in dieser Position, weil sie zeitgemäß Transgender-Leute besonders pushen wollen, dann wird man als Idiot gebrandmarkt oder nicht, ich frage, liebe Leute, was ist das? Nun ja, ich möchte nicht sagen, ich sage nicht, dass das faschistoid ist, es ist eine Meinung, aber wo kommen wir dahin, liebe Leute, ja? Es gibt gewisse Ansichten, Meinungen, die in meiner Religion vertreten sind. Es gibt gewisse Fakten, es gibt auch gewisse Bibelfakten, es gibt harmlose Aussagen, liebe Leute, und jeder, der zufällig, ja, wer Christliches sagt, der ist ein Idiot oder wie, liebe Leute. Tja, das sind eure Vorbilder. Bigger than Satan und dann Marilyn Manson zuvor. Brad Pitt mit seinem Freimaurerring, mit Obama verwandt und so weiter. Hier angeblich satanisches Zitat, nicht wahr? Und wir wissen es, ja, Angelina Jolie, die Zugabe, eine Schlange geopfert zu haben. Sie ist mit Hillary Clinton, Madonna, Gwen Stefani, Avril Lavigne und so weiter verwandt. Bravo zeigt es euch sogar oder nicht. Der Stammbaum ist da. Ich bin kein Rassist, Faschist. Tja, auf Wrestling Infos wird gesagt, wer sagt, dass Nyla Rose nur in ihrer Position ist, weil sie Transgender ist, der sei ein Idiot. Oder nicht, wenn man eine harmlose Meinung zeigt, ganz ohne Beleidigungen, ganz ohne Hetze, ganz ohne irgendwelche Menschen diskriminieren zu wollen, ja,
Wenn man eine harmlose Meinung zu einem Thema hat, ist man gleich ein Idiot. Woran erinnert so etwas? Es ist sehr traurig. Ja, und dann hier der pure Hohn. Man erkundigt sich nochmal nach den Worten zum Sabbat. Dein Gott gestattet kein Licht im Kühlschrank. Unfassbar. Wie gesagt, ja, wir haben die Gnade, wir handeln aus Liebe. Im Wrestling, es gibt so viele Sachen, Rey Horus, NWO natürlich, wer da nicht merkt, dass alles satanisch ist, es gibt ja eigentlich nur noch Dämonen und Sektenmitglieder in der WWE oder nicht. Liebe Leute, tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Dämon Finn Balor, der Dämon Kane, der Dämon oder was auch immer, Saturn, Undertaker, nagelt Austin ans Kreuz, 316 aus der Bibel, NWO, die Sekte um Matt Hardy, um Jeff Hardy, die Sekte um Daniel Bryan, die Sekte um Kofi Kingston, die Sekte um Aleister Black oder wie auch immer, eher offen satanisch. Meine lieben Freunde, es ist unfassbar. Ja, hier, God. Und dann hier Katy Perry ergibt das. Saturnkult Hut, Pentagramm natürlich, gelb und dann grün. Ich berichtete, der Flamingo offiziell ein Sonnensymbol. Liebe Leute, hier Armeesymbolik, was ist das? Feminismus, natürliche gottgefällige Familien zerstören. Cat, Beta-Kitten-Programming, Kätzchen-Programmierung. Was sind das für Werte? Natürlich Jesus, Paulus, Paul, Roman, Birthday, Römisches Reich, denn es ist ja Rom, Persien, Ägypten, Babylon, Griechenland 2.0, nicht wahr? Und das Ding in Brüssel sieht aus wie der Turm von Babel, liebe Leute. Und hier alles vom Hey, Illuminati, Illuminati, liebe Leute, und dann hier so vor kleinen Kindern, zufällig schwarz und rot, schwarz und weiß, blau und rot. Geht es noch irgendwie anders? Magisches Grün, Phallus-Symbol, so hier, und dann wieder das magische Grün. Das Schiff im Weltall, ich sagte es, und dann dieser Wert, wer zeigt so etwas? Liebe Leute, ja, ja, der Storm, wie bei Janich, wie bei Madonna oder nicht. Liebe Leute, hier. Controlled Burns oder wie auch immer. Kontrollierte Brände. Pyramide, ein Auge. Aha, liebe Leute. Kudos, Janne, Bruder, Tschüss, never sleep. 666, Manu Konuta, ich vergaß es vielleicht. Das sind eure Vorbilder. Es gibt keine Debatte, es gibt nur das Verwässern des Gospels. Ich sage es ganz harmlos auf die Bibel bezogen. Wir können Bibelverse nicht verfälschen. Alles, was ich zeige, ist, was die Bibel zeigt, liebe Leute. Solange die Bibel nicht verboten ist, bleibe ich bei der Bibel. Ich bin 100% für Gewaltlosigkeit, 100% gegen Hetze, gegen Diskriminierung, gegen Beleidigung und all das, liebe Leute. Ich habe eine harmlose Meinung zu meinem ureigenen Lebensstil. Ich rede über meinen Lebensstil und was ich warum mache. Ihr könnt alle tun, nur ich kann nicht alles unterstützen. Ende. Blau und Rot, ja, ja, der Stolz, liebe Leute, das Schachbrett, die weiße Göttin, links, rechts, Dualität, und dann haben wir hier gewisse Werte, liebe Leute. Zwischendurch noch gelb, folgt der Bienensymbol, Bienenkönigin-Symbolik, wie bei Queen Bee, Beyoncé, unfassbar. Hier, liebe Leute, der ihrer Göttin, nicht wahr? Rotes Auto, wie auch immer, Christus-Pose, diese Werte. Es ist unfassbar. Shalom, Shabbat, Shalom, liebe Leute. Was sage ich? Sebon, thank you very much. Ich betete für alle von euch. Bitte betet für mich, denn es gibt weniger Gemeinden als zu Zeiten von Paulus. Ich bete für Frieden in Jerusalem, für die Christen, für die Menschen in Armut, in Krieg und Krankheit, für alle, die Sorgen haben, für die Opfer der verführten Verführer, für die Opfer der verführten Verführer, für die Regierung. Sie kommt von Gott, sie ist nicht gerecht. Am Ende fliehen sie in die Berge. Der Himmlische Vater, ja, ich sage, es möge geschehen, was der Himmlische Vater möchte. Der Himmlische Vater ist perfekt, nur er ist gut. Ich bete besonders für die Kinder, für die Tiere, für die Vermissten, für die Obdachlosen. Mögen sie zum Himmlischen Vater kommen, alles andere fällt zu. Mögen sie auch zur Geborgenheit, zu einer Unterkunft dauerhaft, zu Speise und Trank kommen. So bete ich hier. Die Situation ist profan. Himmlischer Vater, bitte vergeh mir, wenn ich etwas Falsches sagte. Schöne Grüße an die Lara, Nikolas, tote erste Abonnente, meine tote erste Abonnentin, Tina, Michaela, Halin und Familie
Ursula, Eva, Brigitte, ich bete für alle, eine Familie, meine Freunde, meine ehemaligen Freunde, meine Feinde, ich darf allen vergeben, Halleluja, und so klopfe ich an, so suche ich, so bitte ich, so bete ich, im heiligen und unbesiegbaren Namen, Jesus Christus, Amen, Halleluja, was sage ich, also bitte abonniert, vielen, vielen Dank für alles, gibt es noch gute Menschen da draußen, ich bin Alkoholiker, im Jahr 2014 bekam ich Theos Ham, so kam ich zur Wahrheit, über meine Mutter, über meine Familie, zur Bibel, liebe Leute, ich deckte auf als Question Mark One, als Detlef Dadowitz, ich bin Dennis der Christ und hier bin ich und hier möchte ich bleiben, möge dieses Werk immer geschützt sein, möge meine Gemeinde, meine Familie, möge ich immer grundlegend geschützt sein, man soll sich den Balken auch aus dem eigenen Auge ziehen, nicht wahr? So bete ich auch im heiligen Namen Jesus Christus. Amen. Vielen Dank für alles. Shalom, Shabbat, Shalom, Shalom, Halleluja, oh Halleluja, Shalom.